Guten Tag, Freund. Hi. Geht es euch schon gut? Wieder zurück? Ich habe einen neuen Diener für dich. Diesen Drovas? Er wird wohl genügen, nehme ich an. Auch wenn er einen abscheulichen Karneval zu Thema hat. Aber ich sollte mich bei euch bedanken. Hier, nehmt das für eure Mühen. Oh, und ihr könnt meinen Stabverzauberer nutzen, wenn ihr möchtet. Schwarzes Buch? Na dann. Verborgenes Zwielicht. Wollte ich nicht eigentlich ausmachen? Das Spiel, ne? Aber ich habe dann ziemlich viel vorproduziert jetzt in dem Moment schon. Das heißt, ich könnte auch mal wieder andere Spiele spielen, so doof es klingt. Ohne an die Aufnahmen denken zu müssen. Das war jetzt schon alles? Echt? Ich bin fast ein bisschen enttäuscht. Ach, Kapitel 2, Moment. Geil sieht das schon aus, ne? Das muss man ja dem Ganzen wirklich lassen. Und ich habe hier tatsächlich mit Solstheim, mit der Geschichte auch noch wirklich, wie auch tatsächlich in Morrowind, nicht so viel erkundet und gespielt. Eigentlich eine Schande, dass ich das Spiel so lange nicht angefasst habe. Aber teilweise keine Zeit, dann hat der Rechner das am Anfang auch eine Weile nicht geschafft, also war halt eine Krücke im Vergleich mit dem Ding, was ich jetzt habe. Ich jetzt tatsächlich mal kein Mittelklasse, sondern eher so ein High-End-Klasse-Rechner mittlerweile. Nicht komplett ultra High-End, aber High-End. Bin ich sehr froh drum. Geht tatsächlich noch wesentlich besser. Prozessortechnisch gerade, da habe ich einen i7 noch drinne, einen der letzten Baureihen, bevor die gewechselt haben auf einen 8er oder 9er Baureihe von Intel, aber Grafikkarte ist jetzt auch eine 3060 mit 12-fachen GDDR6 RAM, also. Und dass die 3060 und die 3080 so mittlerweile das, was jetzt zu diesem Zeitpunkt jedenfalls so mit das Beste ist, was du kriegen kannst. Ich habe auch noch nie, um ehrlich zu sein, auch wenn es gerade ein bisschen teurer war vor einigen Wochen, Monaten, um genau zu sein, ich habe noch nie 700 Euro für eine Grafikkarte ausgegeben. Das waren jetzt so 750 ungefähr für die Karte, was schon eine ganze Hausnummer ist. Ich muss mal schauen, ob ich das in meinem auf meiner Blogseite aktualisiert habe. Ich glaube mich nicht, dass ich die Grafikkarte aktualisiert habe, aber oh. Ah, okay. Wenn nicht, muss ich das nachher mal nachholen. Aber das ist so, normalerweise habe ich immer so 300 Euro. Das war so die absolute Obergrenze für eine Grafikkarte, wo ich gesagt habe, mehr gibt es hier nicht aus. Ich habe auch in der Vergangenheit ein bisschen schlechter verdient. Das ist halt auch noch eins der Dinge, was dazu kommt, dass ich jetzt nicht 700 Euro für eine Grafikkarte ausgegeben habe.
Aber meine alte, die war zwar noch in Ordnung, meine 960 GTX. Meine Frau brauchte eine neue Grafikkarte, weil ihre hatte gesagt, ich mach gleich einen Abflug. Ich gedacht, weißt du was, komm. Wenn dann denn. Ja. Und bin ich echt froh drum, weil man merkt es doch stark tatsächlich, auch wenn die 960 noch einiges gerissen hat. Aber ich dachte mir so, ich will mal wirklich ein Schlachtschiff haben. Und das kann ich mit Stolz behaupten, habe ich tatsächlich jetzt mal. Weiß, es geht noch besser. Ich meine, das absolute Ultimo wäre wahrscheinlich eine Titanklasse von diesen Grafikkarten. Aber die sind teilweise so teuer. Ich glaube, selbst wenn ich die Kohle hätte, würde ich sagen, nee, komm, da kriegst du ja manchmal ein Auto für solche Preise. Wenn ich jetzt, ich meine, ich mache YouTube jetzt zum Spaß, als Hobby. Ich glaube, wenn ich jetzt recht gut damit verdienen würde und ich könnte mir das erlauben, vielleicht, vielleicht. Wenn ich jetzt wüsste, ich hätte jetzt meinen Job generell oder halt, wie gesagt, durch YouTube oder so. Aber jetzt einfach so. Ja, da ist noch einer. So, ich habe was gehört. Aua. Blödes Vieh. Das Buch braucht doch ein bisschen länger hier. Meine Fresse. Ja, aber wie gesagt. Echt froh, dass ich so ein Ding jetzt habe. Vor allen Dingen, ich hatte vorher, glaube ich, 4 GDDR4 RAM oder GDDR5. Jetzt habe ich GDDR6 und 12 davon. Und Standard ist, glaube ich, 6 oder 8 mittlerweile. Ich weiß es nicht. Ich glaube 6. Oder 4 bis 6. Bin mir nicht sicher. So bei den schwächeren Grafikkarten, bei der Mittelklasse. Und es gibt noch eine größere, fette, eine 3080 mit 24er. Aber gerade bei Minecraft, die alte Ressourcensau, die frisst wie kein zweiter teilweise. Da merkt man den Arbeitsspeicher und den RAM vom Ausdauer, was immer das war. Gerade, wie gesagt, gerade da bei Minecraft merkt man es tatsächlich. Oder halt bei anderen Spielen, die wirklich grafiklastig sind. Ich merke es auch beim Rendern. Der Prozessor und auch die Grafikkarte. Video rendert sich jetzt in 10, 15 Minuten oder weniger, je nachdem, wie lange es ist. Also, hast normalerweise ganz am Anfang, ich habe es jetzt mit den anderen Büchern schon. Büchern. Ich habe es mit den habe ich jetzt aufgemacht? Ich habe es mit den Rechnern, den ich hier vor hatte, ich glaube mit zwei Rechnergenerationen vorher schon gemerkt, oder einem vorher und zwei oder zwei, ein bis zwei vorher, dass das Rendern wesentlich schneller ging. Ich kann mich erinnern, wo ich hobbymäßig mal angefangen habe, einfach aus Gag Privatvideos so, die ich aufgenommen habe, so, wo wir filmen mal einen Geburtstag oder sowas und schneiden das. Das hat halt mal 6 Stunden gedauert, mit bis es durchgerendert war, wo du dann gesagt hast, okay, das ist schon eine ganze Weile her. Oh, das war nicht so clever.
Naja, geht so. Und dann hast du das irgendwann mal gehabt, dass du sagst, 30 Minuten, wo ich mit Videos angefangen habe, 30 bis 45 Minuten oder eine Stunde für ein kleines Video. Also 15 bis 20 Minuten, weißt du? Jetzt so 5 bis vielleicht 15 Minuten, das merkst du. Das merkst du richtig. Ich meine, man merkt auch die Internetgeschwindigkeiten zum Beispiel, auch wenn es in Deutschland noch teilweise echt peinlich ist, was abgezogen wird von dem Ausbau generell in ländlichen oder auch in städtischen Gegenden. Ich meine, ich habe eine 250 Megabit Leitung, wo ich auch sehr froh drum bin, die super funktioniert, die fehlerfrei ankommt, klopf auf Holz, dass es auch so bleibt. Und ich hatte, ich glaube, wir sind seit 2010, ohne jetzt Werbung zu machen zu wollen, bei der Telekom. Und ich bin echt zufrieden. Ich weiß, es gibt viele, die schimpfen immer drauf, aber je nachdem, welchen Anbieter du hast, egal ob Telefon, Fernsehen, was auch immer, du kannst überall schlechte Erfahrungen machen. Und dementsprechend schimpfst du auf die Leute, wo du natürlich scheiß Erfahrungen gemacht hast. Aber ich hatte seit 2010 bis jetzt 2 oder 3 Ausfälle. Ist vielleicht auch tatsächlich die große Ausnahme. Wie gesagt, kommt immer darauf an, was man für Erfahrungen macht und es, wie gesagt, es funktioniert einfach. Es ist halt. Kann ich nicht meckern. Wir hatten einen größeren Ausfall vor Jahren. Da ist aber tatsächlich was kaputt gefroren im Winter. Und da hatten sie bei uns einen Bombenfund im Ort. Ergo. Doof. Konntest du nicht machen. Reparatur ein bisschen schwierig. Also hatten wir 10 Tage nicht wirklich. Also hatten wir kein Internet und nix. Ist dann halt so. Wenn du zocken wolltest, hast du das halt gemacht. Deswegen bin ich halt auch so ein Freund noch. Ich habe gerne was Physisches in der Hand. Sei es eine SD-Karte, ein USB-Stick, eine Disk, was auch immer. Wenn ich ein Spiel habe, einen Film, eine Serie, dann habe ich das gerne physisch. Streamingdienste wie Netflix und so sind geil. Aber ich habe es jetzt zum Beispiel gerade bei meiner Lieblingsserie gesehen, bei Power Rangers. Meine ganzen internationalen Freunde haben vor kurzem ganz schön geflucht, weil in Deutschland hattest du Power Rangers halt 2, 3 neuere Staffeln und alles andere, so Staffel 1 bis, ich sag mal, 20 plus, überwiegend die wirklich neueren Sachen, die letzten 3, 4 Staffeln waren halt auf Netflix da in Deutschland. Aber international gesehen konnten die Amerikaner oder so, die konnten halt wirklich von der ersten bis zur letzten Staffel alles auf Netflix gucken. Das konnte ich nicht. Deswegen habe ich mir nach und nach alles, was verfügbar war, auf DVD oder Blu-ray gekauft. Und das habe ich heute noch. Und dann hat man irgendwann beschlossen, ja, wir nehmen das von Netflix runter wegen Lizenzen und was auch immer. Und die ganzen Leute kotzen jetzt, weil sie es nicht mehr gucken können. Das kann dir halt passieren. Entweder bricht's Internet dir weg, weil wie bei mir, dass es halt einfach mal einen Fehler gibt, den du schnell nicht beheben kannst. Oder was auch immer da passieren mag, aber, you know, gibt's halt mal eine Störung, aus welchem Grund. Das sollte heutzutage nicht unbedingt passieren, bei unserer modernen Gesellschaft, aber dennoch ist dem so, dass das passiert. Das kommt halt vor, egal ob du nur in einer dicken Stadt wohnst, mit einem gut ausgebauten Netz oder auf dem Land. Und wenn du es wirklich brauchst, arbeitstechnisch oder so, hey, oder wenn du jetzt sagst, du hast mal frei, ich kenne gerade mein Glück, wenn ich mal frei habe und ich möchte zocken oder so, dann ist mal sowas in der Richtung. Und dementsprechend bin ich froh, dass ich was auf der Disk habe, dass ich einfach mal installieren kann und zocken kann, dass ich Ausweichmöglichkeiten habe, dass ich nicht darauf angewiesen bin, dass mein Internet funktioniert, wenn ich was gucken möchte, wenn ich was zocken möchte.
Dementsprechend. Versteht, was ich meine, ne? Kann ich nur jedem empfehlen. Ich weiß, das sieht jeder anders, aber ich bin echt froh, dass ich manches halt auf einem physischen Medium besitze. Und wenn ich das machen kann, dann mache ich das auch weiterhin zukunftsmäßig. Ich habe mich auch riesig gefreut, als Nintendo damals die hatten ja N64 und so die ganzen Module. Und dann haben sie irgendwann die Switcher angekündigt und ich habe mich so gefreut, dass sie gesagt haben, das kommt jetzt auf einer Speicherkarte, auf einem Modul und nicht irgendwie auf einer Disk, weil GameCube war geil mit einer kleinen Disk, hatte natürlich eingeschränkte Möglichkeiten. Techniken entwickeln sich auch weiter und so, aber du hast halt ratter ratter klack klack ratter ratter klack klack von dem Disklaufwerk, sei es noch so gut. Irgendwann kommt das in die Jahre und die Chance, dass die Konsole einfach leiser ist, dadurch, dass wir haben das verborgene Zwielicht gefunden, ist das halt einfach mal besser. Und ich habe das vorher schon gemacht, N64 Super Nintendo einfach klack rein läuft, na, so in etwa. Hat zwar auch Updates teilweise, aber bin ich ein Freund von. Moras Qualen, Moras Umklammerung, Moras Gunst, okay. Du kannst immer nur eine Fähigkeit, das ist klar, Moras Qualen beschwört eine Vielzahl sich windender Tentakeln, erstmal nicht. Hält 30 Sekunden lang zwischen Reich des Vergessens und Tamriel fest. Ja, das klingt doch gut. Heilung. Zurück nach Solstheim. Nimm das mal mit. Wollte ich jetzt eigentlich nicht mehr so großartig in dem Moment. Ich könnte ja auch alles leer looten, aber nee, erstmal nicht. Sag mal. Wie schön, dass jetzt nicht mehr alle jede Nacht zu diesem verdammten Findling rennen. Ich schätze, ich schulde euch Dank dafür. Sag mal, wie schlägt sich Drovas so? Sein Karniswurzeltee ist einfach unterirdisch. Ihr scheint jedoch sonst alles ganz gut im Griff zu haben. Oh, wolltet ihr etwa Komplimente hören? Nö. Ein Zeichen von Dankbarkeit? Ihr verschwendet eure Zeit. Das ist nur etwas für die Schwachen und Dummen. Ich wollte mal nach dem Rechten fragen, das ist alles. So, ich muss mal aufs Telefon gucken. Okay. Was hat Billy denn da wieder gefunden? Da gucken wir nach der Aufnahme mal wieder. Übrigens, werde das wahrscheinlich auch einblenden, wenn ich es nicht vergesse. Wenn ihr Englisch könnt, des Englischen mächtig seid, ihr interessiert euch für Power Rangers, ihr interessiert euch für Lego, Traveling Power Rangers Fan kann ich nur empfehlen. Guter Freund von mir. Der macht so Lego Builds, Streams und auch so Zeitrafferaufnahmen und sowas. Wie gesagt, auch seine Roomtour und so von seinem Zeug, was er hat. Ich muss auch mal eine Roomtour machen, aber generell kann ich nur empfehlen. Gibt's ein Problem? Meine Herzstein-Experimente bereiten mir Schwierigkeiten. Habt ihr schon einmal von den Dornenherzen gehört? Ja, kenne ich. Was ist damit? Sie sind grimmige Krieger der abgeschworenen Stämme. Sie entfernen tatsächlich ihre eigenen Herzen und ersetzen sie durch große Dornensamen. Es verbindet ihre Lebensfunken direkt mit den Naturgewalten. Ihr müsst einen von ihnen untersuchen. Versucht, möglichst viel herauszufinden. Ich werde einen Erinnerungsspeicherzauber auf euch wirken, damit ihr keine Aufzeichnungen machen müsst. Ihr wüsstet wohl ohnehin nicht, auf was ihr achten müsstet. Also wenn du mir nicht sagst, was, dann okay, Dornherzkrieger, wo finde ich denn welche? Die Abgeschworenen leben in den Hügeln ganz im Westen von Himmelsrand. Von dort aus seid ihr auf euch allein gestellt. Ich wurde darauf hingewiesen, dass sie nicht schwierig zu finden sind, wenn ihr meine Andeutung versteht.